Willkommen zurück bei Need for Speed Rivals mit mir, dem Hexacore. Und jetzt versuchen wir doch mal diesen Vierfachmultiplikator, 12 Sekunden Sprungdauer zu erreichen und so weiter und so fort. Alles, was ihr da rechts seht. Wagenauswahl haben wir hier. Oh ja, oh ja. Ich hätte richtig Bock auf einen Ferrari, ne? Ihr könnt das nicht glauben, wie ich Bock hätte auf einen Ferrari. Auch wenn er natürlich jetzt wahrscheinlich mal schlechter ist als mein. Ich muss jetzt einen Ferrari haben. Dann so eine Scheiß. Der Ferrari muss jetzt einfach sein. Es gab so lange keine Ferraris in Need for Speed. Das ist übel. Das ist echt übel. Aua, jetzt ist das wieder so laut. Aua. Controlletti. Machen wir ein bisschen was drauf. Wobei, der könnte eher was in der Robustheit gebrauchen. So, das noch. Ja, sowas könnte der auch vertragen. Das noch. Und das andere, das kann ich mir nicht kaufen. Verfolgungstechnologie. Schockwelle. Ja, die baue ich mir ein. So, okay, jetzt kann ich auch noch Part 2, wollte ich schon sagen, den zweiten Gedöns da reinpacken. Oh, ich habe sogar schon den dritten. Okay, dafür muss ich allerdings erstmal. Moment, ich mache mir erstmal wieder den Turbo nochmal rein. Ne, Moment hier. Oh, komm schon. Turbo. Der kostet nämlich richtig Asche. So, dann lassen wir das nämlich jetzt erstmal so. Und Wagen personalisieren. Der muss in der roten Farbe bleiben. Muss, weil es ein Ferrari ist. Deswegen bleibt der rot. Das. Könnt ihr euch, der bleibt so generell vom Aussehen, glaube ich, bleibt der einfach so, weil das ist dann kein Ferrari mehr. Nur das, ich würde sagen, beim Nummernschild, da sind wir wieder sehr kreativ. Ich brauche das ja gar nicht irgendwie einzugeben, weil das steht sowieso immer gleich da. Ne, 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 das würde ich als Verunstaltung sehen. Nein, ich werde selbstverständlichst. Ja. Wie heißt es? Den so lassen, weil der muss. Das, ich weiß nicht wieso, das muss einfach so bleiben. Jetzt ohne Witz. Das ist. Sonst gefällt mir das einfach nicht so. Ich würde sagen, wir können auch mal das Rennen hier starten. Da werden wir zwar noch nicht viel schnell rumdriften, aber wir können schon mal 60 Sekunden Windschatten machen. Und gleichzeitig noch ein Rennen. Wieso nicht? So, jetzt habe ich vor, sagen wir mal, 2, 3 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten angefangen. Am 11:14 Uhr. Holy fuck. Was passiert hier? Jetzt hat er sich ein Dach drauf gemacht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ferrari, Junge, Ferrari. Gib Gas, komm, komm, komm. Oh, das war ein Zeitfahren, nicht Profi. Etwas schwerfällig. Schwerfälliger als der Audi auf jeden Fall. Boah, und Driften ist überhaupt nicht sein Ding. Ja. Alter, was passiert denn jetzt? Lol. Nicht schlecht, aber das geht besser. Das war natürlich jetzt eine. Oh Gott, oh Gott. Boah, das sieht natürlich sehr geil aus, der Ferrari. Aber ich bin mal gespannt. Aber ich glaube nämlich nicht, dass das ein Drift von da ist. Oh, den muss man ja echt zum Driften zwingen. Ah, da sind schon wieder die blöden Cops. Ah, ich will auch einfach nur mal fahren. Ich glaube, deswegen könnte auch die. Deswegen könnte, glaube ich, auch die. Die Cop-Karriere ganz interessant werden. Weil wenn man einfach mal nur. Einfach mal nur spielen und fahren will. Denke ich mal, dass das. Dass das. Oh Gott. Einfacher sein wird mit.
der Cop-Gedöns, weil ja, da hat man halt nicht diese Einschränkungen, dass man immer von den blöden Polizisten verfolgt wird. Das ist ja das, was man natürlich als Racer ist es natürlich richtig, aber wenn man dann mal einfach nur durch die Gegend fahren will oder so. For example, hier so Gedöns, ne? Ich möchte einfach nur ein bisschen, oh Gott, mit dem Lenkrad meinetwegen zum Beispiel fahren oder so. Ganz gediegen. Auf der Autobahn oder so. Also dann keine Chance. So, Moment, jetzt werden wir was machen. So, ich möchte nämlich gern etwas. Die Handbremse. Steuerung. Welcher Mongo legt denn das auf Steuerung, Alter? Vielleicht lässt er sich ja mit. Mit der Handbremse schön driften. Der Audi, der fliegt dann wahrscheinlich um eine Kurve. Ja, der driftet dann wie ein Boss, also überhaupt nicht. Ich glaube, das sollte man eher mit dem Audi machen. Wie ich finde. Ich probiere es mit dem Audi. Ich glaube, dass das nichts gibt so. Was hat er denn? Ich schätze mal, dann müssen wir den Vierfachmultiplikator halt nochmal neu machen. Aber naja, was willst du daran ändern? Weil jedes Mal, wenn man den. Man muss ja ein bisschen abbremsen. Das geht nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich so schnell driften soll mit 241. Meter habe ich aber. Ich werde allerdings jetzt erstmal wieder zurückfahren. Weil ich den Audi nehmen möchte. Warte, ich bin 100 Meter gedriftet gerade. What the fuck? Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen zeitverschwenderisch gewesen, so, aber was willst du machen? Was willst du tun? Ja, ist okay. Wagenauswahl. Der Audi driftet ganz, ganz klar besser. Auch wenn der von den Daten her jetzt etwas besser ist, der Ferrari, aber der Audi ist vom Game, vom Fahren her ganz anders. So, Bild nach. Oh, ne, hier, so. Wo könnte man denn. Ich muss. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht alles neu machen, ey. Springen muss ich noch. Ich starte einfach mal hier. Hier starten, ja. Gleich werde ich auch noch eine Runde Underground 2 aufnehmen. Da habe ich auch mal wieder Bock drauf irgendwie. Da habe ich heute Part 20 von hochgeladen. Das heute ist der 28. 11. wohlgemerkt. Nö, das hat sich gespeichert. Ey, das ist cool. Drifts bei 241 km/h. Ich weiß zwar nicht, wo ich 241 km/h hatte, während ich gedriftet bin. Ah, scheiße. Ja, das war sehr gut. Wäre da jetzt keiner gewesen, dann hätte ich mich da richtig hart in die Kurve geschmissen. Aber nee. Windschatten. Vielleicht sollte ich mal bei einem Racer vorbeigucken und den mal für ein Kopf-an-Kopf-Rennen arrangieren.
Okay, Gas geben. Da wäre einer, aber der ist ein bisschen blöd, der Typ. Was ein Opfer. Hier ist eine Kurve. Vielleicht kann ich hier driften. Nein, kann ich nicht. Das ist richtig, das ist schwerer als man denkt. Da ist die Rampe wieder. Lol. Gut, haben wir das halt auch geschafft mit dem Fliegen, Driften meine ich. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen durch die Gegend hüpfen. Boom. Das waren 3, nee, oh Gott. Ich glaube, ich brauche gar nicht so, doch, ich nehme wieder ein bisschen Anlauf. Bisschen Nitro. Lol, wollte er sich eiskalt vor mich schmeißen. Oh. Alter. Ja, jetzt muss ich wieder weiterspringen und weiter und weiter und weiter. Was bringt, wenn ich aber langsamer drüber fahre und dann bin ich vielleicht länger im Sprung? Ja. Sicher. Weiterspringen. Mein Gott noch. Nitro. Ah, nicht mehr lange. Dann schätze ich mal, haben wir es geschafft. Dann sollte ich mich vielleicht mit den Cops anlegen, damit ich schnell. Ach Mann, du Lumpen. Deinem Chevrolet. Ah, geschafft. Gut, das hätten wir. Was muss ich jetzt noch machen? Windschatten. Hier ist was zum Springen. Sollte, ne, hier ist ein Zeitrennen, das bringt mir nichts. Ja, gut, ihr seid richtig hier. Bong. Verfolgung läuft. Oh. Moment. Ich will mal hier durch. Sonst mache ich mich nämlich gleich einfach kaputt. So, weiter, weiter, immer weiter einfach fahren. Wir schaffen das schon mit dem Vierfachmultiplikator. Irgendwie, schätzen wir ich doch mal. Ah, ein bisschen zu schnell. Alter, ich soll einen Vierfachmultiplikator schaffen, Mann. Sind die blöd oder was ist los mit denen? Sonst kriegen die mich sind. Sonst sind die mich auch immer voll hart am weiterverfolgen. Und jetzt sind die zu blöd oder was? Wow, was für Mongos. Warte mal, was ist das für ein Rennen? Ich suche ein Rennen. Events. Nimm mal so ein Teil. Gut, da sind auch noch 6 Kilometer, 8 Kilometer hin. Ich glaube, entweder wird das hier eine sehr lange Folge oder zwei mittellange oder sowas.
Weil ich brauche da gerade irgendwie ziemlich lange für, um für diesen Auftrag hier.